wundern sich bestimmt einige, hey, warum filmst du denn jetzt, wenn es Mono gerade nicht so gut geht, weil man sieht, sie weint gerade. Wenn das so aufeinander trifft, dann zicken wir uns halt auch voll oft ein und es ist halt alles unnötig irgendwie, aber... Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Wir sind jetzt gerade in Köln in unserem Lieblingsparkhaus, wie man sieht. Ja, hier sind wir wirklich immer, das ist in der Nähe vom Primark hier und relativ zentral, deswegen ist das Beste. Und ich bin voll bepackt, ich habe hier meine Tasche, hier habe ich den Rucksack von Juli. Mona hat Juli selber und ihre Tasche. Alles okay? Ja, ich wollte jetzt eine Leine rausziehen. Achso, willst du ihn runterlassen? Ja, ich wollte ihn jetzt noch nicht im Parkhaus runterlassen. Ja, okay. Ja, wir sind auf jeden Fall hier, weil wir ein bisschen was zu erledigen haben und ja, und einfach ein bisschen Zeit verbringen wollen. Luca kommt nachher noch dazu. Er hat ja von gestern auf heute bei uns übernachtet und ist jetzt gerade irgendwie unterwegs und stößt nachher noch zu uns und dann gehen wir mit Sicherheit noch was essen oder so. Und ich werde jetzt die ganze Zeit beobachtet, weil ich diese Kamera in der Hand halte. Deswegen mache ich jetzt ganz schnell aus. Starbucks ist angesagt. Ich hasse diese Dinger, ne? Ja, Zigaretten sind echt schlimm. Auch guck mal, dieses Ding ist schon locker 10 Stunden alt. Also die Dinger, die da drin liegen, aber stinken trotzdem. Mona hat hier auch ihren Becher und hört gerade eine Sprachnachricht. Juli liegt da unten und knabbert an einer Stange. Und wir chillen jetzt ein bisschen, warten auf Luca, der kommt gleich vorbei. So, der lieben Mona war das jetzt in der Kölner Innenstadt zu voll. Tut mir leid. Deswegen sind wir jetzt zum zweiten Center gefahren. Hier ist es zwar extrem laut gerade, aber wir sind ja noch im Parkhaus. Ja, Juli ist wie immer mit am Start. Luca ist jetzt dazugekommen, hallo. Und wir gehen jetzt mal rein. Oh Junge, ist das laut hier, ey. Was ist denn bei euch los? Man versteht kein Wort. Okay. Ich weiß nichts, ob man verstanden hat. Ja. Warum? Weiß ich nicht, aber ist nicht so ein Riesenunterschied. Ach Leute, die Freude eben über das iPad. Ich weiß gar nicht, ihr habt ja den kurzen Ausschnitt gesehen aus dem Video auf meinem Hauptkanal. Und jetzt wundern sich bestimmt einige, hey, warum filmst du denn jetzt, wenn es Mono gerade nicht so gut geht, weil man sieht, sie weint gerade. Wir versuchen euch ja immer so viel wie möglich aus unserem Leben mitzugeben und klar, auf der einen Seite kann man jetzt sagen, man könnte es einfach lassen zu vloggen, aber das beschäftigt sie gerade sehr und wir wollen halt auch mal zeigen, wenn es uns nicht so gut geht. Unser richtiges Leben, ne? Das ist halt nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Mone geht es einfach momentan nicht so gut. Sie ist so, wie hast du eben gesagt, in so einer Emotional-Phase. Das hat sie halt ab und zu einfach, wo sie sehr schnell anfängt zu weinen. Und ich bin ja generell ein mega emotionaler Mensch. Und in manchen Monaten oder Wochen ist es halt einfach so weniger. Da denke ich mir so, also dann bin ich halt so, nee, nicht eiskalt, das ist das falsche Wort, aber dann bin ich nicht so emotional. Dann gibt es halt auch so Wochen, wo ich mir einfach alles mega zu Herzen nehme und irgendwie so, ja, jedes Wort auf die Goldwaage lege. Wenn man es halt so ausdrückt, aber ich weiß auch nicht, momentan ist irgendwie so eine Phase. Und was sie halt auch noch ganz stark belastet einfach ist, nicht Juli an sich, sondern die Angst um Juli, dass ihm irgendwas passiert. Das hört sich so bescheuert an, aber wir hatten jetzt gerade schon wieder die Situation, die sie auch sehr traurig gemacht hat. Wir waren im Weidencenter und aus dem Aufzug kam halt eine Dame raus, die hat wirklich überhaupt nicht geguckt, wo sie hingeht. Und wäre Juli halt wirklich, also wirklich, sie wäre also ganz knapp einfach auf ihn draufgetreten. So. Und da konntest du in der Situation auch nichts machen, weil Juli war gerade beschäftigt. Wir haben das zwar gesehen, aber wir konnten, also sie ist quasi so über die Leine drüber und halt fast auf ihn getrampelt. Also, und wir konnten ihn auch nicht zurückziehen, weil dann wäre sie auf ihn drauf getrampelt. Ja. Das hört sich so bescheuert an. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen, aber jetzt sagen bestimmt noch viele so, ja, dann nimm den Hund halt auf den Arm oder pass halt besser auf. Ja klar, aber so, es gibt halt manche Leute, so, ihr kennt das bestimmt selber, die interessiert halt einfach nichts. So, ne? Wie die Frau im Lidl halt so einfach so, die ist so mega gemein. Es gibt jetzt, und die ist einfach so aus dem Aufzug rausgestürmt, so einfach so wie um die Ecke. Der hätte auch jetzt ein kleines Kind stehen können. So, wisst ihr, wie ich meine? Es geht ja jetzt nicht mal darum, dass er so klein ist. So ein kleines Kind hätte sie auch sie hätte das kleine Kind auch umgerannt. Ja. Und, ach, keine Ahnung, das
ich beschwere mich auch jetzt nicht über die Frau, aber ich habe halt irgendwie ständig Angst, dass irgendwas passiert und jetzt nicht mal so nur mit dem Drauftreten, sondern und auch, vor dass er irgendwas Falsches frisst oder es gibt ja so viele schreckliche Leute, die irgendwelche Köder auslegen und ich habe immer so Angst, wenn er zu lange irgendwo schnüffelt, dass, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja. Und was halt bei ihr auch eine ganz große Rolle spielt, ist einfach die Angst, was falsch zu machen mit ihm, ne? Weil klar, wir haben das jetzt hier so in die Öffentlichkeit mit euch gezogen, das ist auch alles super und so, nur es wirklich, es prasseln, gerade wenn es um Thema Juli geht, so viele Kommentare, so viele Meinungen und so viele Nachrichten auf einen ein. Irgendwie jeder sagt was anderes. Dass man halt nicht, also klar, wir haben ja gesagt, dass wir uns erziehungstechnisch und alles so an den Rat unserer Eltern, also an meine Mama halten wegen Sam, aber wenn auf der anderen Seite vielleicht 20 Leute sind, die dir Nachricht schreiben und sagen, das würde ich nicht so machen, dann denkst du halt auch so, okay, was ist denn jetzt richtig? Und ja, das Ding ist halt, ich lese mir wirklich jede Nachricht auf Instagram durch und wir sind wirklich so froh, so eine tolle Community haben, die uns dann natürlich auch unterstützt. Wirklich, ich möchte mich auch wirklich nicht beschweren, aber es ist halt auch total komisch für mich, wenn ich dann da lese, eine halbe Stunde lang und der eine sagt mir, hey, mach doch das und das so mit dem Futter oder so und der andere sagt so, nee, mach das doch. Das sind ja beides dann liebe Nachrichten gewesen, aber dann ist, denkt mein Kopf sich so, Gott, wer hat denn jetzt recht? Mache ich das gerade richtig? Also wisst ihr, wie ich meine? Ja, so, ich glaube, wenn ich nicht in meiner emotional Phase gerade wäre, dann würde es mich auch nicht so mitnehmen, weil ich, kennt ihr das? Habt ihr das auch manchmal, Mädels da draußen so, natürlich verstärkt, wenn gerade irgendwie die Frauenprobleme mal gerade wieder auftreten, die habe ich jetzt gerade nicht. So, aber ich bin gerade irgendwie in der Phase, wo, ich weiß auch nicht, mich alles sehr traurig macht. Ja. Und auch, ja, keine Ahnung, also auch wir gegenseitig, wir sind dann so, wir nerven uns halt momentan ein bisschen häufig, nicht so, nichts Dramatisches oder so, keine Beziehungsprobleme oder sonst irgendwas, aber wir sind uns gerade halt, sie ist emotional und ich bin sowieso Büro, hier, dies, das, ich bin halt auch sehr gestresst und wenn das so aufeinander trifft, dann zicken wir uns halt auch voll oft ein und es ist halt alles unnötig irgendwie, aber muss man ja auch mal sagen, ne? Ja, ihr sagt immer, ja, das perfekte Paar, aber ein perfektes Paar streitet sich auch mal oder zickt sich auch mal an und wir wollen halt euch irgendwie auch mal mehr so das reale Leben zeigen und zeigen, dass nicht immer alles so toll ist, wie wenn man das, was man filmt, ne? Sondern jetzt gerade ist halt auch mal ein nicht so guter Zeitpunkt. Ja. Aber den werden wir auch überstehen. Wir haben alles bis jetzt überstanden. Yes. Aber, das macht uns auch irgendwie aus. Wir haben so viel Scheiße wirklich schon miteinander erlebt, so viel durchgemacht, so viel Mist. Und ich weiß auch nicht, aber das ist wahrscheinlich voll anderes Thema so. Aber mir geht es momentan auch irgendwie seit einer Woche oder so einfach so auch mega, mega schlecht. So mein Körper an sich, vielleicht wisst ihr damit, keine Ahnung, ich war jetzt nicht beim Arzt oder so, aber geht momentan irgendein Virus rum oder so? Mir tut meine Haut seit Tagen so unfassbar, wenn ich es so berühre, es tut so weh und ich habe seit Tagen Probleme mit meiner Verdauung und wenn ich das jetzt mal so lieb ausdrücke und ich weiß auch nicht, ich habe Bauchschmerzen und Krämpfe und es ist, ach, weiß auch nicht, da ist der Wurm drin einfach, das ist alles doof momentan. Mann. Wir machen das schon, Babe. Und dann geht unsere Scheibe zu Hause kaputt, so wisst ihr, so alles aufeinander. Oh, meine Güte. Egal, ich glaube, das musste jetzt einfach mal raus. Ja. Gut getan. Hat wirklich gut getan, ne? Sich das noch von der Seele zu reden. Wir warten jetzt auf Luca und dann gehen wir einfach was zusammen essen. Ja. Und erstmal ganz entspannen und dann können wir uns auch nochmal mit dem iPad beschäftigen, weil das will sie ja heute Abend auch noch einrichten und so. Und muss der jetzt wir schaffen sein. Das, Babe. Ja. Mensch. So, wir sind angekommen, wo wir jetzt essen gehen. Was eine wunderschöne Aussicht. Oh, hell no! Da ist der Dom, Moment, da irgendwo, ich kann es nicht sehen, da. Der Rhein ist auch da, aber Luca hat sein Handy vergessen, deswegen ist er nochmal kurz zurück am Wandern. Ist zu? Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal das Schnieke essen, ne? So, ihr Lieben, wir sind jetzt lecker essen. Ich habe eine Tomatensuppe mit Pizzabrot, es gab aber auch noch Brot dazu. Und Tatsi hat einen Gyros, guten Hunger und schaut euch mal den Ausblick an, direkt auf den Dom, wie wunderschön. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Sieht so gut aus. Lecker cremig. Eine kleine Begegnung zwischen Hunden. Oh, der wird direkt, die anderen Hunde werden aber direkt so böse. Aber er wird auch frech. Greift an. Da lässt er sich nicht verarschen, der Kleine. Oh je. Ja, Juli, verteidige dich. Wuhu. Oh Mann, das, was ich eigentlich vloggen war, war, dass Juli gerade das erste Mal sein Bein gehoben hat beim Pinkeln. Wuhu! Das ist mein Ding.
Wir freuen uns so krass, das heißt, er wird endlich erwachsen. Es war ganz leicht, es war wirklich so. Aber er hat das Bein gehoben. Auch nur so eine halbe Sekunde. Ja, aber er hat das Bein gehoben. Wuhu! So, wir wollen jetzt lecker essen. Und jetzt. Ich bin heute auch noch drauf. Ja, achso, nein, genau. Also, das wollte ich auch noch sagen. Das hat er super gemacht. Ja, wir sind richtig stolz. Hundeeltern, ich schwöre. Aus dem Restaurant raus, ein paar Meter gegangen und dann so, pop, Häufchen gemacht. Aber nicht im Restaurant. Das war das Gute. Ja, nicht im Restaurant. Er hat wir sind richtig stolz. Juli, high five. So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier zum Ende des Videos. Das habe ich auch noch nie gesagt, ne? Die beiden kleinen Racker liegen jetzt hier. Juli hat mir zugeguckt beim Videoschnitt und Mone hat, was weiß ich, gemacht, geschlafen, keine Ahnung, man weiß es nicht. Ja, genau, alles klar. Also, komm her jetzt hier, dass man dich mal irgendwie sieht. Oh, er liegt aber gerade, ich kann nicht weg. Liegt auf meinem Arm. Okay, ich darf, danke. So, also war jetzt ein etwas, ja, immer eine lange Redezeit in dem Video gehabt. Ihr könnt alles nachvollziehen, was wir da getalkt haben. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt das Frühstück machen und dann ist ja eh ein Anschluss dieser Vlog hier. Ihr wisst Bescheid, deswegen ganz easy. Wenn euch der Vlog gefallen hat, Daumen nach oben, schreibt Kommentar, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, folgt uns auf Instagram. Ja, mein Fenster lieb. Boah, Alter, du nicht mal checkst, Alter.